Hallöchen, ich muss mal erst wieder reinkommen ins Filmen und ins Reden und ins Drehen und ich habe keine Ahnung mehr ganz genau. Doch, wobei, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich weiß noch ganz genau, wann ich das letzte Video gedreht habe, beziehungsweise das letzte Mal in die Kamera gesprochen habe. Nicht in diese, sondern in die Vlogging-Cam. Und zwar war das der 5., doch der 5. April. Wir haben mittlerweile heute den 15. Mai. Wie konnte es passieren, dass ich so lange nicht in die Kamera gesprochen habe? Was war los? Ist alles gut bei dir? Ja, ist es. Ein paar Neuigkeiten, ein bisschen ein Lebenszeichen von mir an dieser Stelle. Denn eine sehr, sehr aufmerksame und sehr liebe Zuschauerin hat mich auch gefragt und hat gedacht, oh Gott, was ist denn da passiert? Ich muss mal nachfragen, ob alles gut ist. Es ist alles gut und hier an dieser Stelle soll ganz kurz ein Lebenszeichen. Ganz kurz. Ihr könnt euch schon denken, das wird ein bisschen länger. Ich möchte quasi kurz darauf eingehen, was ich im April gelesen habe, also quasi ein kurzer Lesemonat. Das ist der von Avery Reed, For Good, über die Liebe und das Leben. Ich habe euch schon ganz viel dazu erzählt in meinem Dienstagsvlog vom letzten Dienstag. Dienstagsvlog Nummer 3, um genau zu sein. Guckt euch den an, wenn ihr was über das Buch erfahren wollt. Wenn ihr die ganze Geschichte um das Lesen dieses Buches sehen wollt, dann guckt euch am besten vorher noch den Ostervlog an. Da habe ich nämlich dieses Buch begonnen. Und genau, in diesen beiden Videos rede ich schon genug über dieses Buch. Das heißt, an dieser Stelle soll nur gesagt sein, ich habe noch gute Erinnerungen daran und das ist schön. Und ich fand es sehr spannend beim Bearbeiten des Dienstagsvlogs Nummer 3, dass ich festgestellt habe, dass ich eben am 5.4. das letzte Mal gelesen habe und gefilmt. Ja, was kam danach? Danach kam ganz viel, beziehungsweise ganz wenig, beziehungsweise alles gut. Ich sag mal so, ich kann und will nicht auf alles zu genau eingehen. Das ist einfach mein privates Leben. Und ich kann aber so viel verraten, dass ich am 6.4., einem Freitag, der Freitag nach Ostern, einen wundervollen Tag hatte. Und das nicht, obwohl ich arbeiten war, sondern ja, der Abend war sehr, sehr schön und ich habe den Abend mit einem sehr lieben Menschen verbracht und auch die letzten Wochen einfach sehr viel Zeit mit diesem Menschen verbracht und ja, wir mögen uns. Darf ich mal an dieser Stelle so sagen. Es ist einfach, dass mich gefühlt hat mich das Leben einmal überrollt und alles auf den Kopf gestellt und damit auch meine Hobbys auf den Kopf gestellt. Ich habe seitdem nicht wirklich eine Seite gelesen. Was heißt nicht wirklich? Gestern Abend habe ich ein paar Seiten gelesen, aber das kann man schon fast nicht zählen. Genau, also gestern Abend habe ich ein paar Seiten gelesen, aber das waren vielleicht 30 und kann man fast nicht mehr. Deswegen, also ich habe die letzten Wochen, 5 Wochen nicht gelesen. Das heißt nicht, dass mich derjenige so sehr davon abgehalten hat oder so, ja, dass es so schlimm war, auch für mich darauf zu verzichten, sondern viel eher habe ich für mich den Eindruck gewonnen, ich könnte das zusammenfassen unter dem Satz, dass manchmal das Leben die besten Geschichten schreibt und ich im Moment eben keine Geschichte brauche oder haben möchte, die da ist und die mich bereichert, sondern eben so viel in meinem Leben passiert, dass das eben, wie gesagt, gerade die beste Geschichte überhaupt ist und die ich gern gerade selber schreibe und selber lebe und lese und selber mitgestalten darf. Und das macht mich unglaublich glücklich und froh. Und so viel, wie sich schon in diesem Jahr geändert hat oder seit letzten Jahr geändert, Ende letzten Jahres geändert hat, so ändert sich gerade wieder alles. Und das ist wunderschön und ich vermisse es nicht, das Lesen. Es war keine bewusste Entscheidung, darauf zu verzichten, sondern es ist eher es passiert gerade so viel Tolles in meinem Leben, dass ich das genieße und genieße, die Zeit mit Menschen zu verbringen, anstatt mit Büchern. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen werde, aber es ist einfach unglaublich bereichernd. Ich ja, verbringe auch sehr viel Zeit mit Freunden und auch Freunde, fange an, Freunde wiederzutreffen oder zu sehen, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe und genieße das einfach, dass ich diese Zeit gerade habe und bei schönem Wetter das draußen mit allen genießen kann und so selber über mein Leben bestimme und viel selber lebe und erlebe und wenig ja, von außen auf mich kommt und ich nur erlebe und nur mitmache, sondern viel aktiv erlebe. Ja, das heißt, das ist nichts Schlimmes, für mich zumindest. Ihr in dem Fall habt damit aber das Problem, dass ihr nicht wirklich was von mir seht.
auch, weil ich demzufolge euch auch nicht mit der Kamera mitnehme, weil was wollt ihr sehen, wenn ich irgendwas unternehme oder Freunde treffe, die nicht ins Internet möchten, und das ist auch gut und in Ordnung so, das ist ihr gutes Recht, dann ja, seht ihr demzufolge eben gar nichts im Moment. Ich weiß nicht genau, wann sich das ändert oder wie sich das ändern wird, aber um bei dem Buchthema zu bleiben, möchte ich noch mal ganz kurz ein paar Worte verlieren. Und zwar habe ich ein Buch zugesandt bekommen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Das war quasi gerade so die Schnittstelle. Ist dieses Buch eingetrudelt. Und zwar habe ich noch ein paar Rezensionsexemplare. Es tut mir auch furchtbar leid, aber ich im Moment funktioniert das mit dem Lesen nicht. Demzufolge kann ich die im Moment auch nicht rezensieren. Und genau das gleiche passiert mir auch gerade mit diesem Buch hier. Die Autorin Katharina Herzog Katrin Koppold hat dazu aufgerufen ein Stück weit, dass man sich gerne melden darf, wenn man Blogger, YouTuber etc. pp. Ist und dieses Buch gerne lesen möchte, um es dann eben auch auf seinem Kanal, seinen Kanälen zu zeigen. Zwischen dir und mir das Meer ist ihr zweites Buch, das unter dem Pseudonym Katharina Herzog erschienen ist. Und ich habe ihren ersten Teil auch hier, habe damals auch ein Gewinnspiel dazu gemacht, habe das erste Buch leider immer noch nicht gelesen und wollte aber gern auch in das zweite reinschnuppern. Habe das aber eben, wie ihr es euch denken könnt, auch noch nicht getan. An dieser Stelle sei eben dieses Buch einmal gezeigt. Es ist gut bei mir angekommen, ich werde es lesen. Ich werde es, sobald ich es gelesen habe, auch hier nochmal zeigen und besprechen. Dessen darf sich die Autorin und der Verlag gewiss sein. Ich kann nur leider wirklich im Moment nichts versprechen und nichts Verbindliches sagen. Es tut mir sehr leid. Es funktioniert einfach im Moment nicht. Nur damit ihr einmal wisst, dieses Buch ist bei mir und wird auf jeden Fall gelesen und wird auch hier nochmal gezeigt werden. Abgesehen Kanäle, vielleicht hat der eine oder andere mitgekriegt, der mich auch auf Instagram verfolgt hat oder vielleicht sogar mal auf meinen Blog gestoßen ist, dass beides nicht mehr existiert. Ich habe das aus eigentlich auch dem gleichen Grund gelöscht, wie auch hier sehr wenig aufgetaucht ist auf YouTube. Einfach aus dem Grund, dass ich gemerkt habe, das passt nicht mehr zu mir. Also Instagram war einfach ein unglaublicher Zeitfresser, der mich 0,0 glücklich gemacht hat und dementsprechend ist das rausgeflogen. Bei meinem Blog genau das Gleiche. Ich habe gemerkt, ich mache das zwar grundsätzlich immer mal wieder ganz gern, aber irgendwie so für 5 Minuten und dann wieder 2 Monate am ehesten gar nicht mehr. Das heißt, diese Konsequenz hat gefehlt, das auch wirklich vernünftig zu führen und demzufolge ist es rausgeflogen und ich widme mich im Moment, wenn ich die Lust zum Schreiben habe, eher anderen Dingen, wie zum Beispiel einem Tagebuch oder selbst Geschichten aufzuschreiben, wie auch immer. Tut jetzt hier nichts zur Sache, auf jeden Fall schreibe ich doch sehr gerne auch mal, aber das passiert jetzt eben nicht mehr in Form von Instagram-Posts oder Blog-Beiträgen. Einfach nur einmal an dieser Stelle, damit ihr euch jetzt nicht wundert, wenn ihr irgendwelche Infos dazu noch kriegt oder aus alten Videos habt, dass ich eben auch Instagram haben sollte. Genau, falls sich das mal ändert, weiß ich noch nicht genau, dann werde ich euch irgendwie Bescheid geben, zumindest auf diesem Wege hier. Generell kann ich auch noch nicht sagen, was sich grundsätzlich hier eventuell noch alles ändert. Dazu vielleicht gleich noch ein paar Worte. Erst noch mal ganz kurz zu Buch. Und zwar hat mich dieses Päckchen hier erreicht. Ich habe bei der Leseflut ein Buchpaket bestellt. Habe es auch schon ausgepackt. Dieser Pappkarton war nochmal eingepackt in wunderschönem, eigentlich fast Geschenkpapier. Ich zeige euch mal eben, was da so drin war oder ist noch. Und zwar in so einer kleinen Box. Das sind, ich weiß gar nicht, ob es richtig Metallecken sind. Auf jeden Fall so etwas stärkere Ecken. Die kann man entweder um ein normales Buch drumherum machen, dann sieht die Ecke so richtig veredelt aus und ist verstärkt. Oder eben, ich mache sehr gerne Schachteln. Vielleicht hat das der eine oder andere mal mitgekriegt in meinem Kreativvideo. Da kann man die auch sehr gut nutzen und die dort verwenden. Die werden Diese hier werden vermutlich auch direkt Einsatz finden bei einem Geschenk, das ich für jemanden gestalten soll, und zwar ein Gästebuch oder ein Ringbuch, ein Ordner für eine Hochzeit, und eben das Gästebuch davon kriegt vermutlich diese Ecken.
Weil irgendwie ist bei mir im Moment das Jahr der Hochzeiten. Keine Sorgen, mein eigenes ist nicht dabei, aber ich bin auf einigen Hochzeiten eingeladen. Und da werden die vermutlich gleich verwendet werden. Hier ein Lesezeichen. In dieser kleinen Schachtel war ein kleines Bändchen mit einem Buchanhänger. Eine kleine raffinierte Idee, also wie ich finde jedenfalls. Und zwar sieht das ganz ulkig aus. Es soll wohl die Seiten offen halten beim Lesen. Also man legt es wohl zwischen die Buchseiten und dann klappt das Buch nicht zu. Ich bin gespannt, ob das funktioniert und ob ich es dann auch verwenden werde. Ich kann euch leider gerade nicht mehr das Motto erzählen. Wie peinlich. Hier ist irgendwie Bügelfolie drin. Wer beim Lesen die Welt vergisst, hat sich eine zweite geschaffen. Ja, irgendwie ganz nett. Papier spricht, wenn die Menschen schweigen. Jeder hat nur ein Leben, außer Leser, sie haben Tausende. Ja, also irgendwie ganz nett gemacht. Wir haben alles verkehrt herum, also spiegelverkehrt, damit man das eben aufbügeln kann. Und ja, mal gucken, ob ich das irgendwie verwenden werde, irgendwo verwenden kann. Bügelfolie mit Anleitung. Eine Buchstütze. Buchstütze heißt das Ding. In Silber. Oder in Grau eigentlich. Grau. Genau. Eine Karte noch dazu, was so alles drin ist. Und noch ein Buch natürlich. Ist ja eine Buchbox. Von Kate Crowley. Das tiefe Blau der Worte. Ich lese euch mal ganz eben schnell Jetzt wollen die gesprochenen Worte nicht mehr. Ich lese euch mal eben vor, was hinten drauf steht. Als Rachel vor Jahren aus der Stadt weggezogen ist, hat sie Henry einen Liebesbrief hinterlassen, in seinem Lieblingsbuch in der Buchhandlung seiner Familie. Henry, ihrem besten Freund, ihrem Seelenverwandten. Und trotzdem hat er den Abend mit Amy verbracht und ist nicht gekommen, um sich zu verabschieden. Nun ist Rachel zurück und arbeitet wieder in der Buchhandlung, zusammen mit Henry, den sie eigentlich nie wiedersehen wollte. Trotz allem verstehen sich die beiden immer noch, nähern sich wieder an, erneuern ihre Freundschaft. Und während um sie herum in der Buchhandlung das Leben tobt, sich Dramen ereignen und Liebespaare finden, erobern sie sich einen Platz in einer Welt, in der es zum Glück Worte gibt. Und Liebe und Bücher und eine zweite Chance. Aus dem Carlton Verlag ein gebundenes Buch und ich werde mal gucken, ob ich es lesen werde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Jetzt gerade eben beim Klappentext lesen dachte ich mir, wow, cool, cooles Buch. Beim ersten Mal lesen dachte ich mir, nee, will ich nicht lesen. So, und so schaut das Ganze unterm Schutzumschlag aus. Richtig, richtig schön, wie ich finde. Das ist fast schade, dass es einen Buchumschlag gibt, wobei der auch schön ist. Ja, genau. Also dieses Buch war noch mit drin. Ich werde mir noch überlegen, ob ich es selber lesen werde. Falls einer unglaubliches Interesse daran hat, gerne bei mir melden. Ansonsten werde ich auch meine Cousine mal fragen. Vielleicht mag sie es auch lesen. Mal gucken. Wobei es jetzt gerade erst Anne Freitag liest und das ist gut so. Gut, von einer Nachricht unterbrochen worden. Also dieses Buch war mit drin. So, das war die Buchbox. Die wollte ich euch ganz kurz zeigen, um zu klären, dass aus buchiger Sicht trotzdem noch so ein bisschen hier was los ist. Und ansonsten zu mir privat vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte. Und zwar habe ich mich in letzter Zeit viel mit, was heißt in letzter Zeit? In letzter Zeit eben nicht mehr so viel, aber davor, im Februar, März, viel mit dem hier beschäftigt. Viel. Auch wieder schon übertrieben eigentlich, ne? Egal, wir bewerten mal nicht. Also Rise Up and Shine University, das Workbook zum 4-Wochen-Programm von Laura Marlina Seiler, zusammen mit den quasi ganzen Dingen auch online, die es dazu gibt. Und ich muss sagen, dieses Workbook, ich habe begonnen Ende Februar. Ich kann mal eben geschwind gucken. Das interessiert mich selber gerade. Der erste Tag war der 22.02. Oh Gott. Wenn ich mir das anschaue, das ist schon fast 3 Monate her. Puh, gut. Also, das habe ich vor 3 Monaten begonnen. Die 4 Wochen, die dieses Programm eigentlich dauert, sind irgendwie noch nicht rum, jedenfalls für mich noch nicht. Ich bin gerade in der 2. Woche, wenn mich nicht alles täuscht. Und da glaube ich auch erst am 1. Tag. Ja, richtig. In der 2. Woche, 1. Tag.
Also eine Woche habe ich da drin schon geschafft, schon in 3 Monaten. Und es hat mir schon viel gebracht. Und diese eine Woche, die ich da drin quasi schon mitgemacht habe, hat schon viel in meinem Leben verändert. Und damit möchte ich nur sagen, ich bin da noch ganz viel am positiv werden, am gelassen werden, am meditieren, am dankbar sein. Und ja, das verändert sich gerade so ein Stück weit in meinem Leben. Könnte auch eine Richtung sein, in die dieser Kanal weiterläuft. Weiß ich nicht genau. Ebenso wie in diese Richtung hier, das ist jetzt ein bisschen düster zum Zeigen, aber das ist der Katalog von der IFAA. Und zwar gibt es dort auch Yoga-Kurse, also die Ausbildung zur Yoga-Lehrerin. Und die wollte ich machen. Es hat sich aber so einiges geändert. Nicht nur durch entsprechende Personen, die in mein Leben getreten ist, sondern auch einfach dadurch, dass ich zu Hochzeiten unter anderem eingeladen bin und diese Hochzeiten genau an diesen Wochenenden stattfinden, an denen auch der Kurs stattfinden würde. Das heißt, ich werde vermutlich erst im nächsten Jahr damit beginnen. Freue mich aber unglaublich drauf, denn Yoga-Lehrerin ist so eine Sache, die hat sich jetzt irgendwie herauskristallisiert in den letzten 2-3 Monaten, dass ich das gerne machen möchte und gerne haben möchte in meinem Leben. Genau. Das heißt, es ist überhaupt nicht klar, in welche Richtung dieser Kanal hier weiterlaufen soll. Die allermeisten kommen nach einer längeren Auszeit wieder und sagen, so, und jetzt geht's mit dem und dem Thema weiter und ich verändere meinen Kanal in irgendeine Richtung. Das kann ich leider nicht tun. Was ich definitiv nicht tun werde mit diesem Kanal, zeige ich euch jetzt kurz. Und zwar das hier, auf einer Gitarre spielen und euch das zeigen. Ich habe da größten Respekt davor, wenn das andere Leute machen. Egal welches Instrument, aber ich werde das nicht tun. Denn für mich bedeutet eine Gitarre, die habe ich jetzt auch in den letzten Wochen zu schätzen gelernt, auch wenn sie schon länger bei mir ist. Ich habe viel gelernt auf der Gitarre und muss aber auch noch oder möchte noch sehr viel lernen. Und das wird aber nie ein Inhalt dieses Kanals werden, denn es gibt so viele tolle Tutorials und so viele tolle Videos schon. Da kann ich nicht mithalten und da werde ich nicht mithalten wollen. Das ist ein Bereich, der gehört für mich nicht auf YouTube. Jedenfalls nicht so, dass ich ihn aufnehmen möchte und zeigen möchte. Was aber durchaus passieren kann, dass vielleicht mal der ein oder andere Hintergrundklang von irgendeinem der folgenden Videos von dieser Gitarre und mir stammen wird. Aber es wird nie ein Musikvideo in dem Sinne von mir geben oder ein Tutorial zu irgendeinem Lied oder zu irgendeinem Übung oder dergleichen auf der Gitarre. Das war es jetzt aber dann wirklich von mir an dieser Stelle. Ich habe jetzt schon wieder endlos gelabert. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen, dass ich euch ein bisschen ein Lebenszeichen gegeben habe und gesagt habe, hallo, hier bin ich, mich gibt's noch, ist alles gut, ich bin nicht untergegangen, es ist im Gegenteil sogar alles sehr, sehr gut und mir geht's sehr, ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl mit mir, mit meinem Körper, mit dem, dass ich in den letzten Wochen auch mehr Sport gemacht habe, mit der Tatsache, dass ich ja einfach glücklich bin, dass ich zufrieden bin, dass ich gerade viel erlebe, dass ich viele Leute treffe und da viel Spaß dran habe. Und ja, so ein paar kleine Pläne sind schon da für das restliche Jahr und das ist schön so und ist gut so. Und ja, eigentlich einfach nur ein positives Lebenszeichen von mir. Mich gibt's noch. Bin überglücklich und ja, hatte nur aus entsprechenden Gründen dann keine Zeit, Videos zu drehen, was nichts Schlimmes, sondern was einfach ja, den Effekt einfach auf mein Hobby hatte, ohne bewusste Auswirkungen, ohne bewusstes Nichtlesen oder bewusstes Wegbleiben von der Kamera oder bewusstes mich nicht wohl genug fühlen für die Kamera. Es war einfach nur, es ist so passiert und das möchte ich einmal kurz sagen und sagen danke an alle, die in der Zeit trotzdem zu diesem Kanal gefunden haben und danke an alle, die geblieben sind. Mein Bestreben ist es schon, dieses Hobby ein Stück weit beizubehalten. Ich weiß nicht, in welcher Regelmäßigkeit und wie gesagt auch nicht mit welchem Thema. Ich hoffe, die Leselust kommt wieder und es bleibt immer ein Thema dieses Kanals. Was noch dazu kommt, weiß ich nicht, werde ich sehen. Und ja, hoffe, ihr seid mit dabei auf der Reise in eine neue Zeit vielleicht, in ein neues Leben, in ein neues Jahr. Jetzt hat für mich irgendwie das Jahr nochmal neu begonnen und ich freue mich drauf, was noch in diesem Jahr passieren wird. Und ja, so viel wie einfach in den letzten paar Wochen passiert ist, ist gefühlt
ein Jahr oder jahrelang nicht passiert und das ist schön und gut so und deswegen genieße ich mein Leben gerade. Genießt auch euer Leben, seid mal dankbar für das, was ihr so habt und ja, schaut mit einem fröhlichen, freudigen Auge auf die Zukunft. Es kommen immer auch schöne Dinge und wer weiß, hinter der nächsten Ecke wartet vielleicht jemand auf euch oder wartet das neue, das nächste Abenteuer, das nächste Erlebnis, die nächste Reise auf euch und die wird schön und gut so. Ganz zum Schluss, bevor ich jetzt noch ganz melancholisch, philosophisch, melodramatisch werde, zwei, drei Worte noch zu meiner Schilddrüse. Die hat sich zwischendurch immer mal wieder gemeldet. Gerade so, wenn Hormone ein bisschen verrückt spielen, dann meldet sie sich. Komischerweise ist ja ein hormonbildendes Organ. Und ich muss sagen, ich habe jetzt dann in nächster Zeit auch mal hole ich mir noch verschiedene Meinungen ein zur Schilddrüse und zum Stand meiner momentanen Situation mit Hashimoto. Auch da habe ich schon vor, noch mehr zu machen im Bereich Hashimoto, Bücher dazu, Lebensstil, Lebenswandel, Ernährung. Also ja, auch da wird noch was kommen. Kann ich aber auch noch nicht genau sagen, was und wie genau und wann. Für diejenigen, die sich für dieses Thema eben interessieren, das wird nicht verschwinden hier auf dem Kanal, sondern es wird auch ein Teil des Kanals bleiben. Ja, vielleicht kommt dann als nächstes irgendwann in nächster Zeit ein Video, da heißt dann, und das ist jetzt der neue Kanal und der hat einen neuen Namen. Nein, habe ich nicht vor, aber wer weiß, was da so kommt. Und ja, ich hoffe, ihr macht die Reise mit mir. Ich würde mich freuen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich weiß, es ist nicht einfach, wenn sich ein Kanal verändert oder ein Mensch hinter dem Kanal verändert. Aber manchmal hat es ja auch was Gutes für sich und ja, steckt voller neuer Dinge und neuer Abenteuer. Ist halt hoffentlich mit dabei. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und nehme euch dann in Zukunft wieder ein bisschen öfter mit. Tschüss!